Wow, Freunde, was geht denn hier ab? Kaum bin ich oben am Schlotberg angekommen, kämpfen hier die Mitglieder von Team Magma gegen die Leute von Team Aqua. Ja, weil Team Magma hat nämlich in den Meteorfällen einen Meteoriten mitgehen lassen und den haben sie jetzt hierher zum Schlotberg gebracht, weil sie ihn scheinbar irgendwie zum Ausbruch bringen wollen. Weil es überhaupt nicht gut ist und ja, sogar Adrian ist hier und wie gesagt, da immer wieder ein paar Aqua-Rüpel, aber die Team Magma-Rüpel scheinen zahlenmäßig weit überlegen zu sein und naja, ich werde jetzt selber gegen diese Typen kämpfen müssen. Wir von Team Magma setzen alles daran, zum Wohle aller zu handeln und wenn das Ding mehr Land schafft, gibt es auch mehr Platz zum Leben und jeder wäre glücklich. Wenn es mir Land gibt, wäre ich in der Lage, mir ein eigenes großes Haus zu bauen. Das würde ich dann auf der erstarrten Lava bauen. Team Magma Rüppel und Team Magma Rüppel möchten kämpfen! Mit einer Zubat und einem Kammerau. Was damit wollte mich aufhalten? Das ist ja lächerlich. Na wartet. So, Aqua-Knarre auf Kamaub und Flügelschlag auf Zubat! Und BAMS! Ja, kein Volltreffer, doch keine Chance hier! Und schon habe ich gewonnen! Also sehr stark waren die jetzt nicht! Bitte, was sagst du? Ich habe verloren? Mein Traum von meinem großen Haus. Und weiter geht's. Du bist also den weiten Weg hierher hochgelatscht. Tja, du kommst leider zu spät. Ich habe den Meteorit aus dem Meteorfilm bereits meinem Boss abgeliefert. Eine Herausforderung von Magma-Vorstand Kalle. So, ein Vorstand also. Du wirst mich oft nicht aufhalten können. So, Aqua-Knarre! Und jetzt auch noch ein Fiefchen. Ist das etwa schon alles? Aqua-Knarre! Deine Pokémon taugen doch zu nichts! Dein Zubat genauso wenig. Was zum? Ah, Superschall geht daneben! Haha! So, und Stärke! Spür die Stärke! Das war schon wieder zu stark für dich. Jetzt noch ein Kamaub. Das ist ja klein und taub. Aqua-Knarre. Und zack, das war's für dich. So viel zum Team Magma Vorstand. Auch wenn ich verloren habe, sobald unser Boss das Ding zum Leben erweckt. Boss, beeil dich! Gib ihm die Energie des Meteoriten! Was, der Boss? Das ist der Anführer? Den knöpfe ich mir vor. Die Kraft, die in den Meteoriten steckt. Wenn man die mit dieser Maschine verstärkt, würde die Aktivität des Schlotbergs enorm verstärkt. Die Energie wird tief im Krater ansteigen und... wer bist du denn? Adrian hat sich über ein Kind beklagt, das sich in die Angelegenheiten von Team Aqua einmischt. Dieses Kind musst du sein. Und du glaubst, du kannst dich auch in unsere Team Aquas Angelegenheiten einmischen? Hör gut zu. Schon lange Zeit nutzen die Lebewesen das Land, um zu wachsen und zu gedeihen. Daher ist das Land wichtiger als alles andere. Es ist die Wiege allen Lebens. Daher widmet sich die Magma der Aufgabe, die Landmassen zu vergrößern. So entsteht mehr Raum für Menschen und Pokémon. Für unsere Pläne brauchen wir das, was im Inneren dieses Berges schläft. Nun, mehr brauchst du nicht zu wissen. Ich kann einem sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Eine Herausforderung von Magma-Boss Mark.
hart am Knallen. Freunde, ich kämpfe tatsächlich schon gegen den Anführer von Team Magma persönlich. Trotzdem habe ich keine Angst vor dir. So. Lehmschuss! Oh, Initiative von Magna 1 sinkt. Da kannst du mich noch so oft beißen, wie du willst. Aquaknarre! Geh mal zum... Oh, Supertank. Fiesmann! Na klar, die müssen immer zu solchen billigen Tricks greifen. Spür die Stärke! Na klar, Sandwirbel. Probleme? So, hier, Fries. So, schon wieder ein Zubat. Nur schwach. Haha, mit Volltreffer besiegt. Trollololol. Und jetzt kommt noch ein Kamel. Damit willst du mich beeindrucken? Mit der Weiterentwicklung von Kamau? Das glaube ich kaum. Aquaknarre! Und gewonnen. Na bitte, ich habe ihn besiegt. Ich habe Mark besiegt. Und Morabelle erreicht Level 35. Spieler besiegt Magma Boss Mark. Wie bitte? Ich, Mark, wurde ganz hinterhältig besiegt? Oh ja. Genug. Ich ziehe mich für den Moment zurück. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass du Team Magma zu Gesicht bekommen hast. Auch ohne Meteorit. Wenn wir erst die Kugel haben. Alex, danke. Mit deiner Hilfe haben wir den zerstörerischen Plan von Team Magma durchkreuzt. Aber du... Auf welcher Seite stehst du? Ach, das ist egal. Wir werden weiter unsere Augen aufhalten und sie Magma beobachten. Alex, wir sehen uns bestimmt wieder. Ja, das befürchte ich auch. Ein Meteorit steckt in dieser mysteriösen Vorrichtung. Willst du den Meteoriten nehmen? Na klar. Alex entführt den Meteoriten aus der mysteriösen Vorrichtung. Meteorit erhalten! So. Ja, diese mysteriöse Vorrichtung, sie regiert in keinster Weise, ja. Ist auch gut so. So. Team Aqua und auch Team Magma sind beide hier vom Stromberg verschwunden. Das heißt, jetzt kann ich endlich über den Steilpass nach Bad Lava starten. Und wer ist diese alte Oma? Lava-Kekse sind die Spezialität am Schlotberg. Nimm eine kostet 200 Poké-Dollar. Meinetwegen. Vielen Dank, Herzchen. Lava-Kekse halten. So, Lava-Kekse. Moment, was können wir jetzt noch genau... Lava-Keks, eine regionale Spezialität, heilt alle Statusprobleme. Ah, das ist ähnlich wie Hyperheiler. Ist halt nur ein Keks. Ja, ja, okay. Nicht schlecht. Gut, also jetzt geht's hier lang. Steilpass. Schlotberg-Steilpass, davon habe ich immer geträumt, wenn ich in den Bergen unterwegs war. Zerklüftete Massive, das bringt meine Seele zum Erbeben. Na und? Das interessiert mich relativ wenig, Maurizio. Maurizio aus Mauritius, hm? So, Aquaknarre, ich brauche mein Morabell nicht heilen, es schafft es auch so. Und tschüss. War doch nur ein kleiner Stein, es war ein kleiner Stein. Doch deine Lehmpuppe wird dir nicht viel helfen, dein Panzer. Und in your face. Falls du gut hast, nein, schon ein bisschen. Verlieren ist bitter. Oh ja, das kannst du laut sagen. So, auch hier gibt es ein paar wilde Pokémon zu fangen. Was zum... Noch ein Mitglied von Team Magma? Hey, was machst du da? Ah, was machst du hier? Was ich hier mache? Was geht dich das an?
Oh, na super. Jetzt kann ich noch gegen diesen Typen kämpfen. Der ist wohl zurückgeblieben, oder was? Eine Rassung von ziemlichem Magma-Rüppel. Aber er hat zum Glück nur ein schwächliches Fischchen. Ja, sehr schwach. Unglaublich schwach. Erbärmlich schwach. Dein Kamaup wird nicht viel besser sein. Dein Kamaup wird nicht viel besser sein. Ich höre es schon nach seiner Mama schreien. Aquaknarre. Na, was habe ich gesagt? So eine Lusche. Ah, ich hätte mich besser sofort in unserem Versteck versteckt. Okay, okay, ich gebe es ja zu, du bist stark. Mach dir um mich keine Sorgen, geh wohin auch immer du willst. Okay, na meinetwegen. Trotzdem, der steht hier einfach so vor diesen Felsen rum und, ja, naja, was soll's. Feuerheiler. Dich habe ich hier noch nie gesehen, dieser Platz eignet sich nicht für ein Picknick. Wohl kaum. Sieht ein bisschen ungemütlich hier aus. Gwendolin? Ist das jetzt ein Jungen oder ein Mädchenname? Gwendolin? Das muss dann doch noch ein Mädchenname sein. So, Schwalbos, du bist dran. Pflanzentypen sind deine Spezialität. Auch wenn sie dich mit Egelsamen angreifen, oder wie ich es immer gerne nenne, Ekelsamen. Schlag. Und zack. Wunderbar. Und Schwalbe ist Level 27. Jawohl. Jetzt haben wir noch ein Hierhoppla. Ich finde das so ärgerlich, dass der Egelsamen sogar noch wirkt, wenn das Pokémon das in benutzt hat, schon besiegt wurde. Ja, was will man machen? Jetzt doch noch ein Wablu. Mann, hör auf damit, mir meine Energie zu klauen! Das ist fies! Das ist ja noch schlimmer als der Absorber oder der Megasauger, weil das dauerhaft wirkt. So, kommt davon. Nein, das liegt am Boden, er ist zu uneben. Kommst du irgendwann wieder in diese Gegend? Ich würde gerne wieder gegen dich antreten. Picknickerin Gwendolin wurde ins Pokémon-Fahrzeug eingetruggelt. So, und jetzt gibt's hier noch einen Doppelkampf. Ich klettere jeden Tag auf diesen Berg, ich weiß, wie stark ich bin. Ah yeah, man bekommt wirklich Angst, wenn man den ganzen Weg herunterrennt, ohne anzuhalten. Alter, was geht mit dem? Picknickerin Clara und Triathlet Heribert möchten kämpfen. Heribert? Warum denn nicht einfach nur Herbert? Nein, Heribert. Oh, Knilz und Magnetilo. Na, den Kampf habe ich ja schon zu gut wie gewonnen. Lehmschuss auf Magnetilo und Flügelschlag auf Knilz. Ebenfalls besiegt. Das war ja wohl nix. Was ist denn nur schiefgelaufen? Ich fühle mich, als würde ich zu Sand zerbröseln. Kein so schönes Gefühl. Schups, schups. Ist hier noch irgendwas? Nein, nicht unbedingt. Oh, hier ist noch so ein Penner. Der Steilpass ist sehr schwer zu Fuß zu meistern, aber ein guter Ort, um zu trainieren. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Camper Ewald. Deinem Zickzack sagst du mir keine Angst, ey. Aquaknarre! Oh, schon vorbei? Dein Schwalbini wird dir auch nicht viel helfen. Das ist doch nur eine kleine Schwalbe.
Was habe ich gesagt? Schon vorbei, ich habe überhaupt keinen sicheren Stand gehabt. Das ist nicht mein Problem. Wenn ich mich erstmal an diesen unebenen Boden gewöhnt habe, werde ich mit Sicherheit gewinnen. Kriegst du mich in deinen Pokernauf ein? Aber gerne doch, Captain Abel wurde ins Pokernauf-Verzeichnis eingetragen. So, das war's jetzt aber mit dem Steilpass. Jetzt bin ich unten. Runde 112. Ich würde gerne nach Malfo City, aber wenn ich diese Stufen hinuntergehe, komme ich kaum wieder nach Bad Lavastadt. Tja! Zum Glück ist Bad Lavastadt schon hier. Bad Lavastadt. Pokémon Center, heiße Quellen, der ideale Ort zum Entspannen. Ja, wobei Bad Lavastadt wieder vergleichsweise winzig ist. Ein Pokémon Center, Supermarkt, zwei Häuser und die vierte Arena und halt hier noch eine heiße Quelle. Das alles ist Bad Lavastadt, mehr gibt's hier nicht. Aber gut. Gleich mal Pokémon heilen. Sehr wichtig. Haben alle tapfer gekämpft. Zumindest die, die gekämpft haben, ne? So, und jetzt werde ich noch etwas anderes machen. So, Pokémon bewegen. Genau, ich habe hier ein Wablu gefangen. Kommt auf jeden Fall in die Flugbox. Ist ja ein Flug-Pokémon. Und dann noch ein Kleinsteinfein kommt in die Steinsrotbox hinein. So. Gut. Dann nehme ich noch meinen Trasler und gebe es dabei in die Psycho-Unlichtbox. Ganz einfach, damit ich mal einen Platz frei habe, aus einem ganz bestimmten Grund nämlich. Ich denke, die Pokémon fühlen sich ihren Trainer mehr verbunden, wenn sie viel Zeit miteinander verbringen. Je länger, desto besser. Das ist meine Meinung. Mit der Meinung bin ich auch. Es grenzt an Magie, wie ein Bad in der heißen Quelle einen stärkt. Ich wünschte, ich könnte meinen Pokémon auch sein Bad gönnen. Ja, warum auch nicht? Kannst du doch machen. Hey Kindchen, du kannst von hier die heißen Quellen erreichen. Wenn Pokémon ruhen, sollten sich ihre Trainer auch ausruhen. Wir nehmen uns so viel heißes Wasser, wie wir brauchen. Trotzdem trocknen die heißen Quellen nicht aus. Ist das nicht schon fast Magie? Diese heißen Quellen bilden sich in der Nähe von aktiven Vulkanen. Wasserarten im Boden werden durch das Magma erhitzen, kommen als heiße Quellen an die Erdoberfläche. Jetzt bin ich hier mit zwei alten Omis im Wasser. Wenn Leute ihre Pokémon in die heißen Quellen setzen, ist das schon merkwürdig. Nun, es könnte auch ein Bad in Elektrizität, ein Schaumbad oder sogar ein Bad in Lava sein. Man sagt, diese heißen Quellen seien gut gegen nervliche Anspannungen, gegen Muskelkrämpfe. Sie sollen bei romantischen Problemen helfen und auch bei Geld sorgen. Zu Muskelproblemen kann ich mir schon vorstellen, aber Geld sorgen? Das wäre mir neu. Also das glaube ich nicht. Ach, du magst auch heiße Quellen? Das ist überraschend bei einem so jungen Menschen wie dir. Sowas ist daran überraschend. Hier im heißen Sand vergraben zu sein ist so warm und einfach himmlisch. Aua, ein Pokémon hat meinen Rücken angeknabbert. Ich habe hier ein Ei. Ich dachte, ich könnte es ausbrüten, indem ich es im heißen Sand bei den heißen Quellen vergrabe. Aber das reicht offensichtlich nicht aus. Jemand erzählte mir, dass man es zusammen mit den Pokémon tragen soll. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Und deine Pokémon strahlen Vitalität aus. So, was meinst du? Wirst du das Ei mitnehmen und zum Ausschlüpfen bringen? Ja, klar doch. Gut, ich hoffe, du hast mehr Glück mit diesem Ei. Alex hält ein Ei. Von Zeit zu Zeit findet man in der Pension ein Ei. So zumindest erzählt man es sich. Ich habe gerade mein erstes Pokémon-Ei geschenkt bekommen. So, ist natürlich noch alles unbekannt. Status, was da wohl schlüpfen wird, das wird sicher noch lange dauern. Trainer-Memo, ein Pokémon-Ei an den heißen Quellen erhalten. Richtig. So, ich weiß zwar, was schlüpfen wird, aber ich verrate es einfach nicht. Die meisten werden es sowieso wissen. Ich bade jeden Tag in den heißen Quellen. Ich will ein wunderschöner und starker Rennerleiter wie Flavia werden. So, und hier hätten wir noch den Pokémon Kräuterladen. Bitterer Geschmack, bessere Kur. Ja, Kräutermedizin verwende ich persönlich ungern, weil selbst wenn das Zeug die Pokémon heilt, werden sie das eben nicht mögen, weil es bitter schmeckt und dann ist das mit der Sympathie gegenüber mir nicht mehr so gut gegeben. Also lasse ich es lieber. Viel wichtiger ist mir hier die Arena. Pokémon Arena von Bad Lavastadt, Leiterin Flavia, die mit der brennenden Leiter.
Leidenschaft. Also dann, Freunde, in diesem Part ist es soweit. Ich werde mir meinen vierten Orden erkämpfen. Oh mein Gott, ist es hier heiß. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Gym, Alex? Die Arenaleiterin von Bad Lavastadt, Flavia, setzt Feuer-Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heiß und stärker als ein Vulkan. Komm ihr nicht zu nahe, du verbrennst dich, lösch die Glut mit Wasser und dann besiege sie. Ja, Flavia steht übrigens schon da oben, aber ich komme nicht direkt zu ihr hin. Wir sehen auch, der Boden in der Arena hat ziemlich viele Löcher. Und jedes Mal, wenn ich durch so ein Loch falle, so wie hier, ups, dann lande ich eine Ebene tiefer in der Arena und aus einigen Löchern werden auch einfach mal so Trainer auftauchen, die gegen mich kämpfen wollen. Hier zum Beispiel. Siehst du, wie wild die Flammen züngeln? Sie bejubeln meinen Sieg. Du meinst wohl eher meinen Sieg und das werde ich dir gleich beweisen. Hitzkopf Raphael. Mit einem Schneckmann kannst du mich nicht besiegen. So, und vor allem mit meinem Orabell bin ich eindeutig im Typvorteil in dieser Arena. Aquaknarre! Also hätte ich mich damals für Gekkaman schieben, könnte ich Probleme haben, wenn ich kein Wasser- oder Bogen-Pokémon dabei hätte. Aber in diesem Fall ist es egal. Die werden absolut keine Chance gegen mich haben, die werden jämmerlich verkacken. Ja! Morabell erreicht Level 36! Endlich ist es soweit! Irgendwas ist da schiefgelaufen. Hey! Morabell entwickelt sich! Ja! Endlich! Endlich ist es soweit, auf Level 36 entwickelt es sich weiter! Dein Morabell wurde zu Sumpex! Richtig geil! Na bitte, mein Starter-Pokémon hat sich schon vollständig entwickelt! Jetzt habe ich ein cooles Sumpex! Also damit kann ich in dieser Arena gar nicht verlieren. Na, also hier drüben, wie gesagt, ist Flavia, aber ich muss halt bei dem Loch rauskommen. Das heißt, das ist dann dort. Ja, genau. Komm schon, los geht's, bevor ich abkühle. So sehe ich die Berge auch lieber, meine Leidenschaft gehört den Vulkanen. Wenn du meinst. Hitzkopf Thorsten und Wanderer Freddy möchten kämpfen. Okay. Gut, los Sumpex und Schwalbe, seht euch mein Sumpex an, ist das nicht geil? Sieht sogar von hinten toll aus. So, Aquaknarre auf Kamau und Flügelschlag auf Schneckmack. Und zack, das war ja wohl wieder einfach. Es ist so heiß, doch ist mein Herz von Eis umgeben. Ich habe verloren, ich hatte nicht einmal den Kampf unter Kontrolle. Ja, ich dafür schon. So, schwupps. Oh oh, nicht schon wieder. Au, au, au! Ach, ist das heiß! Kann der Pokémon 200 Grad aushalten? Wie 200 Grad, bist du irre? So, so, Hitzkopf Hendrik und Astrainer Geralt möchten kämpfen. Kamaub und einem Kecleon? Das ist neu. Vor allem, weil Kecleon ja so eine besondere Fähigkeit hat, Farbwechsel. Je nachdem, mit welcher Art von Attacke ich es angreife, ändert es seinen Typ dementsprechend. Das heißt, würde ich Kecleon jetzt mit einer Wasserattacke angreifen, würde es einen Wassertyp annehmen, also dann wäre es vom Typ Wasser. Das kann man aber natürlich auch zu seinem Vorteil nutzen, zum Beispiel, indem ich es jetzt mit dem Lebschuss angreife, dann wird es zu einem Bodentyp, dann nochmal mit der Aquaknarre, ist es natürlich dann sehr empfindlich dagegen. So, Flügelschlag. Gut, Lebschuss! Oh, na gut, Kecleon hat es gar nicht mal überlebt. Peinlich! Hast du
wagst es, die schönen Federn deines Schwalbes zu verbrennen, dafür sollst du meine Stärke spüren. Oder beziehungsweise meine Kräftigung spüren. Ha, und Schwalbe ist recht Level 28. Und es versucht Notsituation zu lernen. Das ist auch eine interessante Attacke. Notsituation wird stärker, wenn Anwender-KP geringer als Gegner-KP ist. Vielleicht statt dem Schnabel, weil Flügelschlag kann es ja eh schon. Der eh stärker ist als 1, 2 und schwupp. Schwalbus hat Schnabel vergessen und Schwalbus erlernt Notsituation. Der Schweiß lief mir in die Augen. Die Hitze war nicht stark genug. Naja, nicht für mich, Freundchen. Oh, noch einer. Ich versuche Stress abzubauen. Komm her, ich will mich abreagieren. Glaubst du echt, ich übernehme jetzt hier die Opferrolle? Du hast sie ja nicht mehr alle. Hitzkopfhagen. Hier hau ich gleich einen in den Magen. Nein, Zumbax ist einfach unbesiegbar. Aquaknarre. Keine Sorge, später werde ich ihm dann natürlich noch eine wesentlich stärkere Wasserattacke beibringen. Das ist logisch. Ich hoffe, Flavia wird dich rösten. Wir werden noch sehen, wer hier wen rösten wird, du Spacken. Abwärts. Ups. Gibt das denn, hört das denn nie auf? Du musst ganz schön müde sein, müsst du dich hier nicht im heißen Sand ausruhen, aber du sollst wissen, dass Willenskraft ganz wichtig für einen Trainer ist. Ja, logisch. Weiß ich doch. Hitzkopf Horst. So ein Horst, ne? Vollhorst. Das werde ich doch gleich beweisen, dass du einer bist. Mit der Aquaknarre. Und voll ins Gesicht gespuckt. Hört sich zu nicht, aber gewonnen ist gewonnen. Spiel mit Feuer und du verbrennst dich. Ja, nee, ist klar. Das weiß doch jedes Kind. Oh oh. Okay, ich kämpfe mit dir. Was war das jetzt für eine Ansage? Okay, ich kämpfe mit dir. Was war denn von Kämpferin Dunja? Mit einem Mediti. Willst du mich besiegen? Das glaube ich nicht. Aber warte. Lebensschuss! Voll ins Gesicht. Das war's schon wieder. Oh, du bist zu stark. Ja, das auch, aber du bist doch zu schwach. So, ups. Oh, verdammt. Das war nicht so gut. Moment, von da bin ich ja gekommen. Ne, jetzt muss ich hier rauf. Jetzt müssen wir nur noch merken, wie die richtige Reihenfolge ist, wie man sich fallen lassen, wieder hochkatapultieren lassen muss, damit man auch wirklich dahin kommt, wo man hin will. So, jetzt glaube ich in die Mitte. Und jetzt glaube ich, dass... rechte Loch. Ja genau, so jetzt einmal hier runter. Schwupps, und jetzt hier hin. Und ich hab's geschafft, ich bin bei Flavia. Also dann, Freunde, macht euch bereit für den vierten Arena-Kampf. Willkommen. Halt, warte. Hallo, du Winzling von Trainer, wie schön dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für... nein, warte. Ich bin Flavia und ich bin hier die Arena-Leiterin. Du solltest mich nicht unterschätzen, weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters geerbt und daher kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir hier entwickelt haben. Na, die ist ja mal total unsicher. Hat aber eine coole Frisur. Eine Herausforderung von Leiterin Flavia. So. Du wirst leider untergehen. Denn mein Zumbix wirst du nicht besiegen. Aquaknarre! Aquaknarre und wieder verkackt. Da zeige ich kein Erbarmen, auch nicht bei den Damen. Auch nicht, wenn du jetzt ein Kamerupt benutzt. Könnte schon klingen. So, Aquaknarre. Vierfache Wasserschwäche ist doch ganz schön kacke, ne? Und
und super gesagt sogar noch Level 37. Einfach nur geil. So, und jetzt kommt ihr stärkstes Pokémon, ihr Quirtle. So, das hält ein bisschen mehr aus. Ich glaube, das wird sogar eine Aquaknarre überleben. Ja, was hab ich gesagt? Boah, Sonnentag, wie fies. Ja, jetzt werden Wasserattacken schwächer und Feuerattacken stärker. Aber was sie nicht bedacht hat, ist, dass mein Zumbux auch eine kräftige, starke Bodenattacke widerstehen. Lebensschuss! Und damit habe ich gewonnen! Das war aber auch nicht wirklich schwer. Ich will ein bisschen klettern, Flavia. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich bin ja auch noch nicht so lange Arenaleiterin. Ich habe zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Du hast sie dies hier wohl verdient. Alex erhält den Hitzeorden von Flavia. Yeah, baby. Geil. Den Hitzeorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50, auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst ab sofort Stärke raus am Ende des Kampfes einsetzen. Dies ist tatsächlich meine Anerkennung. Nimm es ruhig an. TM50 erhalten. Die TM50 enthält Hitzekoller. Diese Attacke richtet beim Gegner großen Schaden an, aber gleichzeitig wird der Spezialangriff des Pokémon, das die Attacke angewendet hat, herabgesetzt. Für längere Kämpfe ist sie daher nicht geeignet. Arena-Leiterin Flavia wurde im Pokédex eingetragen. Na bitte, schon 4 Orden. Hui, das war ein guter Kampf. Na, aber auf jeden Fall. So, und das nächste ist... Oh mein Gott, nicht schon wieder Maike. Die will doch jetzt nicht schon wieder kämpfen. Alex, wir haben uns lange nicht gesehen. Oh, als ich die heißen Quellen aufgesucht habe, habe ich den Orden der Arena von Bad Labestadt erhalten. Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, dass sie wirst du gut gebrauchen können. Wüstenglas erhalten. Diesen Wüstenglas wirst du keine Probleme haben, durch die Wüste in der Nähe von Route 111 zu gehen. Aber wow, Alex, in Arenen antreten, du strengst dich bestimmt sehr an, weil du nicht gegen mich verlieren willst. Alex, ich glaube, ich sollte deinen Vater in der Arena von Blutenburg City herausfordern. Alex, man sieht sich. Gut. Kein Kampf gegen Maike, aber dafür habe ich noch etwas sehr Nützliches bekommen. Nämlich das Wüstenglas. Schicke Brille, die die Augen vor Sandstimmen schützt. Ja, und hier ist noch der Meteorit. 100 Meteorfälle. Den muss ich natürlich noch diesem Professor Cosmo aus Blau-Wechselfeld zurückbringen. Aber das kann ich auch später machen. So, jetzt geht's noch einmal kurz ins Pokémon-Zentrum. Dann werde ich diesen Part beenden. Ja, und da ich ja jetzt 4 Orden habe, bin ich auch endlich dafür qualifiziert, meinen Vater herauszufordern, der ebenfalls Arenaleiter ist in Blütenburg City. So, ich kann ihn ja sogar nochmal ganz kurz anrufen mit dem Pokénav. So, hier. Zuverlässig, Fatih. Verstehe, du hast 4 Orden zusammen. Nun gibt es kein Zurück mehr. Wie versprochen, werden wir gegeneinander antreten. Komm, wann immer du magst. Wir warten hier alle auf dich. Das ist doch mal eine Ansage. Okay, Freunde. Das war's mal für diesen Part. Ich habe Team Magma vom Schlotberg vertrieben und ich habe meinen 4. Orden gewonnen. Das heißt, im nächsten Part geht's dann langsam aber sicher wieder zurück nach Blütenburg City, wobei ich natürlich jetzt auch die Wüste auf der Route 111 durchqueren kann. Und dort gibt es auch noch einiges für mich zu tun. Also, danke wieder einmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Macht's gut!